was es mit den Hornzipfeln an der Eichel auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen zu 61 Minuten Sex. Mein Name ist Jan und ich beantworte eure Fragen zum Thema Sex. Was hat es denn mit den Hirsutius papillaris coronae glandis, also den Hornzipfeln, eigentlich auf sich? Was ist das? Wie kriege ich die weg? Und ja, dann haben 10% der Zuschauer ungefähr einen Daumen nach oben gegeben in den ersten 20-30 Minuten. Und das entspricht auch ungefähr der Verbreitung in der Bevölkerung. Ungefähr 10-20% aller Männer haben diese Hornzipfel an der Eichel. Ja, und jetzt ist dann die Frage, ist das schlimm oder nicht? Oder wie sieht es überhaupt aus? Also es geht zum einen darum, dass es wirklich am Eichelkranz, das heißt nicht oben auf der Eichel mittig drauf oder am Schaft vom Penis oder sonst irgendwo, sondern am Rand der Eichel das auftritt, dass sie zwischen ganz kleine Hubbel bis hin zu paar Millimeter langen Auswüchsen entstehen können. Sie haben verschiedene Farben, das heißt es kann weißlich sein, es kann hautfarben oder auch eher rötlich sein. Das ist sehr unterschiedlich. Wenn ihr euch Sorgen macht, geht auf jeden Fall mal zum Hautarzt. Wenn es sich verändert oder das Gefühl habt, irgendwie da stimmt was nicht, lasst es einfach mal abchecken. Wenn es diese Hornzipfel sind, dann besteht kein Grund zur Sorge, denn das ist relativ normal. Wie gesagt, 10% der Zuschauer haben hier diese Frage positiv bewertet. Das heißt, es ist eine weit verbreitete Veränderung und das ist eigentlich evolutionsbiologisch bedingt und jetzt nicht krankhaft oder mangelnde Hygiene oder sonst irgendein Quatsch, sondern es ist einfach so aus der Entstehung heraus. Manche kennen es vielleicht aus dem Biounterricht noch, wo alle lachen, wenn irgendwie der Biolehrer erzählt, ja, Katzen haben wieder Haken am Penis. Ich weiß nicht, ob es bei Menschen bzw. Affen, was weiß ich, irgendwie sowas gibt, aber auf jeden Fall ist es evolutionsbiologisch normal, das ist ein Überbleibsel. Und wenn ihr euch jetzt überlegt, ja, stimulierend für die Frau vielleicht oder nicht, ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass genoppte Kondome oder so einen Unterschied machen oder jetzt diese kleinen, Hornzipfel, ob die einen Unterschied machen. Im Endeffekt ein kosmetisches Problem. Ein Problem mit eurem eigenen Ego, wenn ihr sagt, das ist aber doof, das will ich nicht haben. Man kann sie wegmachen lassen mit einem Laser oder mit einer Elektroschlinge, Elektromesser. Aber dann müsst ihr natürlich euch im Klaren sein, es können Nerven verletzt werden. Das heißt, die Nervenenden, die dort sitzen, werden natürlich auch mit betroffen. Es kann nachwachsen, es vernarbt aber auf jeden Fall etwas. Und es gibt immer ein OP-Risiko. Und ein OP-Risiko, gerade in dem Bereich, weiß ich nicht, ob man das eingehen möchte, besprecht das mit eurem Hautarzt. Nicht dem Haus, sondern dem Hautarzt. Das war es erstmal zu dem Thema. Dann noch ganz kurz den Namen hier. Sirico 1992 hat den Namen Oscar vorgeschlagen für den Kollegen hier. Und finde ich eine klasse Idee. Vielen Dank für die Eingebung, beziehungsweise den Vorschlag. So, Sirico 1992, vielen Dank dafür. Ab jetzt heißt er Oscar. Und damit ist er auch ein Er und dort ist festgelegt. Ich habe mir keine Gedanken gemacht darüber, muss ich ja auch nicht, dafür habe ich ja euch. Hornzipfelt euch gut und sicher.